Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge, einer vielleicht neuen Serie. Und zwar ist die erste Folge ja super bei euch angekommen. Und zwar stelle ich euch heute wieder drei Game Boy Homebrew-Spiele vor. Falls ihr nicht ganz wisst, was ein Homebrew-Spiel ist, und zwar ist das kein damals wirklich offiziell erschienenes Spiel für den Game Boy, sondern Fans haben einfach ein neues Spiel für den Game Boy produziert. Ja, ich habe euch wieder drei zusammengestellt und ich möchte hier mit Dangan anfangen, das seht ihr schon, ist vielleicht sogar mein Favorit, so viel schon gespoilert. Falls ihr weitere Infos zu Gameboy Homebrew Spielen haben möchtet, kann ich euch wirklich nur wärmstens die DMG-Page empfehlen. Das ist ein Blog, der sich rund um den Gameboy dreht, von einem super netten Menschen. Und an dieser Stelle, falls du das sehen solltest, viele Grüße an dich. Und der schreibt regelmäßig Artikel auch über neue Homebrew-Spiele. Das heißt, wenn ihr da vielleicht mal so auf dem neuesten Stand immer bleiben wollt, dann schaut einfach mal vorbei, habe ich euch natürlich unten verlinkt. Ich habe im Vergleich zum letzten Video mal versucht, so drei Genres grob herauszufinden oder ja zu ersuchen, sage ich mal. Beziehungsweise die Nummer 2 und 3, so komplett unterschiedlich sind sie nicht, aber ich verhedder mich wieder im Labern. Wir fangen auf jeden Fall mit Dangan an, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Und zwar wurde das letztes Jahr zum Jubiläum des Game Boys entwickelt. Und es ist im Prinzip vom Genre ein Shoot'em'up. Und zwar kein normales Shoot'em'up, sondern ein Bullet-Hell-Shoot'em'up. Falls ihr nicht wissen solltet, was das heißt, werdet ihr das gleich sehen. Und zwar, ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ihr werdet sehen, warum, aber es ist super. Ihr werdet auch schon merken, die Musik ist wirklich sehr gut gelungen. Und ich finde es sehr beeindruckend, was da aus dem Gameboy rausgeholt wurde. Und zwar ist es ein Bullet-Hell-Shooter, also übersetzt Kugelhölle. Und ihr werdet sehen, warum. Also ihr habt keine normalen Gegner, sondern es sind halt Bosskämpfe. Ne? Wir haben hier das kleine Schiff hier unten, kennt ihr. Und jetzt guckt mal, was jetzt kommt. Ja, also ich bin nicht sehr gut, was solche Shooter angeht, sage ich mal. Ich versuche jetzt nur im Prinzip hier den Kugeln auszuweichen und zu treffen. Wie ihr seht, so ein, zwei Kugeln haltet ihr schon mal aus. Also ihr sterbt jetzt nicht beim ersten Treffer. Ihr könnt dabei nochmal schießen und hier könnt ihr so eine Art Bombe auslösen, womit dann alle Projektile erstmal weg sind. Hat natürlich eine limitierte Einsatzanzahl. Finde ich aber sehr schön. Die Technik ist sehr schön. Ich finde die Musik herrlich. Und dass hier wirklich so viele Kugeln einigermaßen flüssig auf den Game Boy abgebildet werden, finde ich beeindruckend. Also spiele ich es auf einem Emulator. Weil das für mich einfacher für die Aufnahme ist. Entschuldigung, dass ich nicht in die Kamera gucke, aber ich muss hier ständig wirklich hier die Kugelmassen im Kopf behalten. Und eure Aufgabe ist es natürlich im Prinzip, die Bossgegner entsprechend zu erledigen. Wie gesagt, strategiemäßig, ich bin da kein Profi, was diese Bullet-Hell-Shooter angeht. Ja, aber ich denke mal, das ist eine ganz valide Strategie, sich einfach hier so ein bisschen an den Rand zurückzuziehen und sich drauf zu beschränken, den Kugeln auszuweichen. Also hier diese Befreiungsbomben, nenne ich es mal, da stehen mir auch gar nicht mehr zur Verfügung. Deswegen, das wird jetzt hier Phase 2 sein, nehme ich mal an. Nicht wundern, dass hier meine Leistung hier gerade so schlecht ist, aber irgendwie, ich spiele das ja immer denn mit meinem Game Boy als Spielecontroller. Und irgendwie leckt das gerade. Ist natürlich eine kleine Entschuldigung, muss ich natürlich sagen. Eine Runde geht noch, würde ich sagen. Ich versuche es nochmal, vielleicht leckt es dann nicht mehr. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich jetzt sonst wesentlich kompetenter bin, ehrlich gesagt. So. Und wir schauen einfach mal, würde ich sagen. Ist aber wirklich eine schöne Wendung und ich finde es wirklich, wie gesagt, beeindruckend, dass das so auf den Game Boy realisiert wurde. Und die Musik ist einfach super. Das ist natürlich, finde ich, bei Homebrew-Spielen, wenn die sich so ein bisschen Mühe geben. Es gibt ja eine ganze Szene mit diesen Chiptune-Musik. Ne? Es gibt ja viele, auch Künstler, bekannt, zum Beispiel hier unter YouTube-Kreisen ist ja zum Beispiel Tonemil.
die halt Chiptune-Musik machen. Das heißt, die nehmen den Gameboy als Basis und machen da ihre eigene Musik draus. Das ist ja ein ganz eigenes Genre. Und weil der Gameboy ja so einen herausprägenden Soundchip hat, gibt es da natürlich einige, die das machen. Und wenn die natürlich dann auch entsprechend geile Musik hier für so ein Spiel nehmen, finde ich das wirklich super. Wobei ich ehrlich echt schlecht bin. Also so Shoot'em-Ups, die spiele ich, habe ich damals so gar nicht gemocht. Spiele ich mittlerweile ganz gerne, muss ich sagen. Aber diese Bullet-Hell-Shooter, die sind wirklich nochmal so eine ganz eigene Kategorie für sich, sage ich mal. Ja. Ich schaffe es nicht. Aber jedenfalls, ich habe auch ehrlich gesagt nie den ersten Boss noch nicht geschafft. Ich schätze mal, dass das wird einfach so weiterkommen, was ich so gelesen habe und gesehen habe. Es macht aber viel Spaß, finde ich, vom Design her sehr schön gemacht. Wobei es natürlich ein bisschen kritisch finde, ehrlich gesagt, weil das Raumschiff ja so klein ist. Ob das auf dem richtigen Gameboy denn nicht wirklich zu klein wird. Ne? Ob so ein Emulator hat man natürlich ein etwas größeres Bild, aber vielleicht schneidet ihr ja besser ab als ich. Und ich würde sagen, wir kommen ganz schnell zum nächsten Spiel. So, und als nächstes haben wir Dungeon Ball. Das ist im Prinzip eine Art Action-Puzzle, würde ich das mal beschreiben. Finde ich auch sehr nett von der Idee. Und auch hier hört ihr super Musik auf jeden Fall. Übrigens habe ich vergessen gerade zu sagen, falls ihr auch Bock habt, diese Spiele zu spielen, habe ich euch natürlich die Links entsprechend unten in der Beschreibung natürlich verlinkt, dass ihr euch natürlich die ROMs entsprechend runterladen könnt. Und zwar ist das hier das Spielprinzip relativ einfach. Ihr seht diesen Ball. Das sind wir. Das ist im Prinzip ein Flummi. Wie ihr seht, ich mache gerade nichts. Er springt von sich selbst. So, eure Steuerungsmöglichkeiten sind es entweder nach links zu drücken oder nach rechts zu drücken. Natürlich irgendwann im Sprung. Und dementsprechend fluppt er dann halt weiter und prallt halt entsprechend an den Wänden und so weiter ab. Wie ein Flummi halt, ne? So, und eure Aufgabe ist es jetzt, wie ihr seht, möglichst nicht in diesen Spitzen zu landen. Wie ich jetzt gerade. Boah, ich habe es gerade beim Probespielen, habe ich es gleich am Anfang geschafft. Also ihr müsst im richtigen Timing denn zur Seite drücken. Okay. Ich versuche es nochmal. Also manchmal habe ich wirklich einen Lauf und es geht super voran. Wie ihr seht, es ist halt nicht gerade einfach. So, und zwar müsst ihr halt wirklich vorsichtig hier vorgehen. Und jetzt natürlich hier muss man zum Beispiel so ein bisschen über Bande spielen. Und ihr müsst halt immer zu diesen Vierecken gelangen, um ein Level zu beenden. Ihr seht, hier, da haben wir einen Stachel unten. Ihr müsst halt immer wirklich so ein bisschen überlegen, okay, wie, in welchem Moment drücke ich nach links oder rechts, um mich halt entsprechend zu bewegen. Und hier zum Beispiel, hier müssen wir eindeutig so ein bisschen über Bande spielen. Ich fixiere mich zum Beispiel hier, also ich bin schon ein paar Level weiter. Aber wie gesagt, das ist manchmal hat man so einen Lauf oder eben nicht. Ist natürlich sehr kurzweilig. Ihr startet allerdings immer am Anfang des Levels, zumindest bis dahin, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wenn das später komplexer wird, ob das dann vielleicht anders ist. Aber es ist wirklich. Und nur weil es einmal geklappt hat, da verdrückt ihr euch nur um ein paar Millimeter und schon geht's nicht mehr. Finde ich irgendwie eine super Idee. Hätte mir damals als Gameboy-Spieler auf jeden Fall ordentlich Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen erinnert mich die Stimmung so ein bisschen an Quirk damals. Vielleicht auch, weil da die Spielfigur so eine Tomate ist und auch so ein bisschen labyrinthartig. Hat natürlich nur im entferntesten Sinne was damit zu tun. Ah, okay, zack, zack. Am besten, wenn ich so hoch bringe. So. Ah! Da habe ich, ne? Damit müsst ihr euch wirklich auch denn selber disziplinieren. Und zwar so normale Spieleweise habe ich jetzt versucht, gerade mich nach links zu korrigieren. Ne? Also, ihr kennt es wahrscheinlich von Jump'n'Run, da korrigiert man immer so ein bisschen danach nach. Aber da führt man natürlich den gleich einen neuen Sprung aus. Ich versuche jetzt hier nochmal bis. Na, komm schon. Ja. Okay, jetzt bin ich wieder komplett zum Schluss geraten. Und jetzt, nee. So. Ja, das war schon richtig. Also, ne, also es ist wirklich wie ein Flummi. So ein bisschen Unberechenbarkeit gehört natürlich dazu.
Okay, ich versuche es noch einmal. Wie ihr seht, es ist wirklich suchterregend, finde ich. Schade ist es wirklich nur, dass es nur diese 5 Leben gibt. Ich fände es wirklich nett. Okay, das sagt jetzt natürlich derjenige, der jetzt irgendwie zu doof ist, das Spiel zu spielen. Aber wenn es quasi so eine Art Casual-Modus mit unendlich Leben geben würde, dass man einfach mal so ein bisschen Levels durchspielen kann. Aber wie ich finde, wirklich ein sehr feines Spiel. Super Idee. Auch diese Ballphysik. Das mag zwar schwer sein, damit zu navigieren, aber ich finde es zumindest jetzt gefühlt, es wird natürlich nicht komplett physikalisch korrekt sein, aber gefühlt ist es einigermaßen korrekt. Und es ist nie so, dass ich jetzt sage, okay, das Spiel bescheißt mich jetzt, sondern wenn, dann wenn ich ehrlich bin zu mir selber, ich den Fehler gemacht und nicht das Spiel. Jedenfalls ein sehr schönes Puzzlespiel, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum dritten Spiel. Und das letzte Spiel, ihr seht schon, ist Upwell. So, das ist im Prinzip ein ähnliches Spiel wie Dungeon Ball, nur halt ein bisschen anders. Also im Prinzip, ihr müsst auch euch springend irgendwo durchbewegen, aber damit hören auch die Gemeinsamkeiten schon auf. Ich persönlich mag irgendwie diesen Stil hiervon. Ihr seht es selber. Irgendwie ist das so zurückgenommen und da passt es auch irgendwie, dass jetzt auch der Sound so reduziert ist, finde ich. Das passt einfach zu der Stimmung. Und zwar spielt ihr diese Männchen, ne? Ihr könnt euch ganz normal nach links und rechts bewegen. Ihr könnt springen und halt dann kurz dann hier so ein Jetpack zünden, sage ich mal, der euch dann beim Springen hilft. Und im Prinzip ist eure Aufgabe, nach oben zu gelangen. Und zwar benutzt ihr da natürlich, wie gesagt, euren Jetpack, aber auch hier diese Gegner. Das Problem ist, ihr könnt zwar drauf springen und bounce dann halt so ein bisschen ab, sage ich mal. Also federt euch ab, dass ihr weiterkommt. Wenn ihr die allerdings von unten berührt, das ist tödlich, dann verliert ihr ein Leben. Deswegen muss man hier wirklich ganz stark aufpassen. Wie weit springe ich? Wie muss ich das skalieren und so weiter? Ich persönlich finde es ein wirklich kleines, nettes Spiel. Erinnert mich so etwas so ein bisschen hier an diese Handy-Klassiker wie Doodle Jump und so weiter, wer sich da noch dran erinnern kann. Nur halt als Gameboy-Variante. Wie ihr seht, das habe ich den Gegner falsch berührt. Hätte ich den auch wieder. Wobei hier natürlich, es gibt keine Leben. Ihr habt es gerade gesehen. So komplett verblödet bin ich nicht. also es ist wirklich tricky. Ihr habt es zum Beispiel gesehen, wenn ich jetzt gerade so mit dem Jetpack jetzt auf diese erste Plattform hochkomme, ist natürlich wesentlich bequemer. Das heißt, ihr müsst natürlich auch immer gucken, welche Wege sind besser, ne? Also wie zum Beispiel, wenn ich hier lang springe, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja gerade zum Beispiel, als ich gestorben, beim ersten Mal gestorben bin, ja diesen rechten Weg gegangen. Der war natürlich wesentlich gefährlicher als der andere Weg. Also wie ihr seht, es passiert schnell. Ihr müsst wirklich üben. Finde ich aber eine nette Idee. Vielleicht so ein paar Soundeffekte hätten mir vielleicht gefallen. Also so vom Gefühl her, ich mag den grafischen Stil, den feiere ich total ab. Ich weiß nicht wieso, aber diesen düsteren Stil, irgendwie hat der was. Ich weiß nicht was, aber ich feiere den total ab. Dass die Musik fehlt, ist auch in Ordnung. Aber finde ich, dass es auch noch nicht mal so Soundeffekte gibt und so weiter. Okay, gut, das sind natürlich Hobbyprojekte. Vielleicht kann natürlich sein, dass das eine Art Programmierübung war und dass er jetzt einfach keinen Bock hatte, irgendwie noch Sound dazu oder das liegt nicht in seinem Talent. Geht natürlich alles. Aber an sich finde ich das Spiel halt auch eine ganz nette Sache im Prinzip. Sollte auf jeden Fall mal reinspielen. Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen. So. So. Und zwar. ja. Wie ihr seht, es ist nicht, es ist nicht einfach. Finde ich halt auch wirklich ein nettes Spiel. Ist vielleicht von diesen drei gezeigten mein Spiel, was vielleicht nicht so ganz ausgereift ist wie jetzt andere Einträge. Aber durchaus auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ich würde sagen, die drei Spiele habe ich euch gezeigt. Ich denke mal, es dürfte für jeden was dabei sein. Wenn ihr vielleicht auch Vorschläge habt für eine der weiteren Folgen, weil wenn ihr irgendein cooles Gameboy Homebrew Spiel habt, was ich hier auch mal antesten und euch vorstellen soll, was ihr vielleicht mit anderen Leuten teilen möchtet,
schreibt mir einfach, gucke ich mir gerne mal an. Also ich habe viel Spaß mit diesem Format, auch einfach mal diese Seite des Gameboys oder vielleicht mache ich auch bald eine Super Nintendo-Folge, habe ich mir schon im Kopf aufgeschrieben, wobei ich mich da in der Szene noch etwas reinarbeiten muss. Aber ich würde sagen, schauen wir mal. Freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt auf jeden Fall und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.